Hallo und herzlich willkommen zum ersten Wochenabschluss vom Juli. Heute schreibe ich alle meine Ausgaben auf und ich beginne auf jeden Fall wie immer mit dem Essen. Ich habe meiner Tochter 20 Euro mit in die Schule gegeben fürs Essen und ich war mal beim Beko für 4,95 und wir waren zusammen im Action ein bisschen shoppen. Und da habe ich Süßigkeiten mitgenommen für 4 Euro. Heißt das 86, ich glaube. Und im DM habe ich Essen mitgenommen für 14,90 Euro. Im Aldi für 44,56 €. Dann war ich mal noch im Bioladen für 7,35 € und nochmal beim Beko für 5,25 €. Und dann war ich nochmal im DM, habe da Essen gekauft für 41,65 €. Das sind dann 143,52 €. Gerade mal gucken. Ich habe da irgendwie 2 Cent mehr. Ich glaube, es soll 88 heißen plus. Ich habe es nämlich schon mal vorausgerechnet und ja, gucken wir mal, ich glaube, das sind 88. Ja, ein bisschen zu klein geschrieben. Also 143,54 € habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Dann beim Tanken. Ich war auch tanken. Und zwar gestern für 45,06 €. Ich werde das auf jeden Fall mal noch abhaken. Ich habe das hier reingetippt, das hier reingetippt, das hier reingetippt und das und das, das, das und das. Genau, 45,06 € beim Tanken. In der Drogerie. Genau, bei dem Action-Einkauf 81,36 € hat mir meine Tochter 17,89 € und zwar wirklich relativ genau wieder gegeben. Ja, ein paar. Bisschen Geld durfte ich behalten, aber ja. Genau, deswegen ist da nicht der ganze Einkauf. Also 17,89 € hat mir meine Tochter wieder gegeben. Ich glaube, oder 18. Ja, egal. Dann, das Geld hat mir auf jeden Fall meine Tochter wieder gegeben. Und bei der Drogerie waren da bei 2,57 €, die Farben stimmen nicht, weil ich aus Versehen mehrmals, also unterschiedliche Farben für die gleiche Kategorie aus, also das war wieder durcheinander, benutzt habe. 7,60 € im DM und Drogerie war sonst nichts, also 10,17 € in der Drogerie. In der Freizeit haben wir so jetzt nichts ausgegeben. Wir waren zusammen nur shoppen. Und haben sonst nur so Sachen gemacht, die halt kein Geld gekostet haben. In der Apotheke habe ich 29,85 € ausgegeben. Ich war ja impfen und hatte, oder ich habe es immer noch, ich habe echt Probleme. Also die Impfung habe ich nicht vertragen. Ich habe richtig, ja, ich sage mal Bauchschmerzen. Nee, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich werde jetzt auch schnell den Wochenabschluss drehen und bin froh, wenn ich das geschafft habe, ohne aufs Klo rennen zu müssen. Naja, egal. Also, und ungeplant 20 Euro. Mir hat es mal wieder meine Narrenzunft abgebucht. Ich habe das mal wieder nicht gekündigt. Das muss ich unbedingt kündigen. Deswegen ungeplant Narrenzunft. So. Also, das sind dann insgesamt 143,54 € fürs Essen. 45,06 € fürs Tanken, 10,17 € in der Drogerie und 29,85 € Apotheke und 20 Euro ungeplant. Das sind dann 248,62 €. Ich schreibe das mal. Achso, ich habe es diesmal anders aufgeschrieben. Genau, und zwar runden werde ich auf den nächsthöheren, also minus 250, also 1,38 € werde ich runden. Also 1,38 € werde ich auf jeden Fall runden.
und dann bleiben 10 Euro übrig. Das heißt, dann habe ich 250 ausgegeben. Und somit bleiben dann 10 Euro übrig. Und das neue Budget ist dann wieder 260 dazu. Das heißt, ich habe dann 270 Euro. Habe ich dann neues Budget. Okay, ich rechne es jetzt mal kurz zusammen, ob das so stimmt. Jetzt muss ich nur noch das Geld holen für die neue Woche, die nächsten 260 Euro. 150, 200, 250, 260. Und dann müssten hier noch 10 Euro drin sein, genau, und das müssten 1,38 sein. Also 100, 150, 252, 260 und 270. Und dann habe ich hier ja so viele große Scheine. Da werde ich jetzt mir mal hier einen 20er rausnehmen und die wieder zurück zu meinem Spielgeld für die Sparspiele. Also hier bei meinem Spielgeld habe ich jetzt hier in diesem Umschlag ein bisschen was getauscht. So. Also, das ist dann auf jeden Fall das Geld für die neue Woche. Die nächste Woche und das bleibt ja dann draußen. Das müsste jetzt 1,38 Euro sein. Jetzt gucke ich mal. Also 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Das ist schon mal ein Euro. 10. 20, 2, 4, 6, 8, 10, das sind 30, also das sind 1,30, 1,32, 1,34, 1,36, 1,37, 1,38. Habe ich 2 Cent zu viel? Naja, egal. Die tue ich wieder back to bank. Ach, ich habe auf jeden Fall mindestens 1 Cent gefunden. Stimmt. Ich habe nämlich Geld gefunden. Also das Geld tue ich auf jeden Fall dann in mein Sparglas hier rein. So. Und weiter geht's. Ich werde jetzt noch die Ausgaben kurz hier in meine neue Tabelle eintragen. Das mache ich mit Rot. Ich würde sogar mal ins Freibad gehen, aber das geht leider nicht, weil bei uns das Wetter einfach nicht schön ist. Das ist echt verrückt. Auch heute, das ist schon wieder kurz vorm Gewitter und richtig Sturm draußen. 29,85 für die Apotheke. Und bei ungeplant 20 Euro für die Narrenzunft. Und fürs Runden 1,38 Euro. Das heißt, ich habe 200
50 Euro ausgegeben. Wenigstens mal im Budget geblieben. Aber jetzt wird es schlimm, ich sag's euch. Ich sehe gerade, dass ich hier was eingetragen hatte, und zwar in den Beko, aber das war nämlich an dem Tag, deswegen hatte ich es da wieder ausradiert. Also nicht, dass ich, falls ihr das seht, hier stand Beko 525 und es ist mir eingefallen, dass das hier an dem Tag war. Da war ich nämlich nirgends. Ja, und hier war ich mich impfen und seitdem geht es mir gar nicht mehr so gut. Ich habe es zwar hier reingeschrieben, aber ich bin dann erst am Freitag gegangen und das war eine gute Entscheidung. Naja, es wird auch wieder. Ich habe irgendwie gefühlt 12 Stunden geschlafen und naja, hatte so Probleme. Was soll's? Kind. Meiner Tochter habe ich Taschengeld bezahlt. Das war ja der erste. Und bei mir, ich habe mal wieder bei meinem Handyspielgeld ausgegeben und habe meine ganze, habe jetzt den, ja, da war so ein Event am Wochenende und ich bin ausgerastet und ich habe mir noch einen Binder gekauft. Den habe ich nämlich vergessen auch abzuziehen. Das war der hier. Der hat 10,02 Euro gekostet, der war im Angebot. Ja. Und ich habe einen Strafzettel bezahlen müssen. Ich bin zu schnell gefahren. Hat es mich geblitzt. Ja, es war mal wieder toll. Und ich habe ja mal lauter Sachen bei Etsy gekauft. Das hatte ich hier aufgeschrieben, aber abgezogen hat es mir jetzt erst hier. Und ja. Doch, das war's, glaube ich. Reicht doch, oder? Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an mit Wünsche. Hier. 66,50 Euro bei der lieben Susan. Und 51,25 bei Sally und Tommy, also bei der Stefanie. Dann die 48,50 Euro Strafzettel zahle ich jetzt von meinen Wünschen. Und ansonsten noch, ich schreibe mal alles auf, was ich mir sonst noch so gekauft habe. Auch Handyspiel und alles Mögliche. Ich habe jetzt hier was anderes stehen. Ich muss noch mal zusammenzählen. Habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, genau das. Da habe ich mir was gekauft. Und dann hier in dem Spiel. Das war das Spiel. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ah ja, die 590 Euro das Spiel. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also die 590 ist nochmal das Spiel. Die F99 glaube ich auch. Und 10,02. Der Binder. 266. Ja, jetzt stimmt. 267. Dann Geschenke habe ich auch was gekauft. Und zwar hat meine Freundin ein Kind bekommen. Und da habe ich was gekauft für das kleine Kind. Und sie hatte schon mal ein Kind und natürlich beide was bekommen. Ich kann ja nicht nur für das eine Kind dann was schenken. Und ja, hat sich so geläppert. Und den Gutschein habe ich noch gekauft. Das heißt, das waren 70,88 Euro, also 71 Euro bei Geschenke. So, dann noch das Auto, genau, die Rechnung kam. 300 Euro Selbstbeteiligung für meinen Unfall. Und insgesamt waren das dann 20 Euro Taschengeld, 267 für mein Kruscht, 71 und 300. Also das Wünsche ist praktisch mein Taschengeld. 658 Euro. In der ersten Woche weg. Weil natürlich das meiste für meinen Strafzettel, also für mein Auto drauf gehen. Ja. Keine Ahnung. Bin zurzeit ein bisschen Pechvogel irgendwie.
Und das alles werde ich jetzt noch hier eintragen. Und dann müssen wir noch die Umschläge kontrollieren, weil da habe ich noch gar nichts gemacht an den Umschlägen. Also, in der ersten Woche bei Notfall nichts, beim Heizen nicht, bei Kind 20 Euro, bei Wünsche 267, Haustier nichts, Geschenke waren es 71 Euro, Feier nichts. Auto, die 300, die ich drin hatte. Tschüss, Liebesgeld, Urlaub noch nichts diese Woche. Gesundheit nicht, Brille nicht, Haushalt nicht, Garten nicht, Kleidung nicht, Spare nicht und Sparklasse eh nix. Und das sind dann 658. Schönes Geld. Ja, leider. Okay. Und das werde ich jetzt noch kontrollieren. Machen wir das mal zu. Hier in meinem Binder. Und dann haben wir es geschafft. Hier ist der kleine Affe, der Pfau. So, Notgroschen war ja nix. Erst bei Kind. Da müssten 20 Euro fehlen. Das habe ich sogar eingetragen. Also noch 15, das stimmt, sehr schön. Dann bei mir, da habe ich auf jeden Fall noch nichts eingetragen. Da habe ich nur eingetragen, dass das 37 Euro drin sein müssten. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber da werde ich jetzt das alles austragen. Und heute ist der 6.7. Oh, Susan, du hast recht, der schreibt echt viel besser, der Stift. Ich habe aus Versehen den neuen jetzt genommen, aber ist doch egal. Minus 2, 6, 7. Und ich hatte ja 37 Euro drin, minus 2, 6, 7. Bin ich genau 230 Euro minus. Die muss ich dann am Ende vom Monat reinlegen. Und das Geld kommt natürlich alles raus und schon mal back to bank. Als nächstes ist das dann bei Geschenke. Das Geld habe ich auch noch nicht rausgenommen und da habe ich gar nicht genug drin. Toll. Zu viel gekauft, zu viel geshoppt, eindeutig. Also, das ist dann auch der 6., 7. minus, was habe ich ausgegeben? 71. Das heißt, ich bin 21 im Minus. Ach nee, echt doof. Ich habe gedacht, boah, 50 Euro in Geschenke, das reicht locker, aber nein. Nein, das tut's nicht. Muss ich einfach oder auffüllen. Auto, kommt das Geld raus. Da habe ich aber auch eh nur Platzhalter drin. Denn das habe ich ja schon gewusst und das Geld hatte ich schon praktisch fürs Kästerfing rausgenommen, damit es auf dem Konto bleibt, damit ich nicht ganz Zeit hin und her einzahlen und auszahlen und was weiß ich was muss. Die Platz hat natürlich jetzt mal hier rein. Auto hier. Das trage ich dann natürlich auch ein und das muss ich dann ja wieder löschen und ich weiß nicht, ob ich das nochmal reinmache. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich weiß ungefähr, wie viel Geld ich brauche. Erster. Nein. Was ist heute das sechste? Jetzt kann ich mal den Radiergummi gleich mal ausprobieren. Ah ja, geht tatsächlich. Cool. Geht tatsächlich. Sechster. 7. minus 300. Ist dann nichts mehr. Schade, Marmelade. Das macht mich nervös, dass da kein Geld drin ist. Ja, genau. Das war's. So. So,
somit habe ich den Wochenabschluss beendet. Macht's gut. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ah, nein. Ich habe den Wochenabschluss nicht beendet. Und zwar habt ihr mir geschrieben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Hier. Hier, hier, hier. Also 204, das berichte ich jetzt noch kurz. 07 plus 153 78 plus 279 39 plus 90 28 sind 727. Ihr habt recht, Leute, ihr habt recht. Danke schön. Ich habe 30 Euro mehr. Richtig gut. Das ist klasse, danke. Das wäre mir nie im Leben aufgefallen, wenn ihr mir das nicht geschrieben hättet. Also danke Annette und danke an... Ach ja, auf jeden Fall danke, danke, danke. Das ist klasse. Also 727. Das heißt, ich habe 30 Euro mehr und dann sind das 67. Also 660 minus 727,52. Ja, 67,52 und das heißt, ich habe tatsächlich nur 5 Euro minus. Das ist doch klasse, oder? Das heißt, ich kann aber auch meinen Abschluss nochmal anders machen. Hier. Ja, da, 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 da. Ja. Der Fehler ist okay. Den Fehler, den finde ich nicht schlimm, denn jetzt habe ich mehr Geld. Mit dem richtigen Stift. Ich hatte das ja mit so einem Dunkelblau geschrieben. Genau hier. 905 habe ich dann nur ausgegeben und dann bleiben mir nämlich 30 Euro mehr. Nicht 29, sondern 59 Euro. Und das habe ich dann vorne schon mal reingeschrieben, damit ich es ja nicht vergesse. Das wäre nämlich was. So. Und hier habe ich das jetzt nicht mehr ausgerechnet. Das fehlen ja, das mache ich dann am Monatsende. Die Budgetplanung habe ich ja gemacht. Und dafür war das ja interessant. Jetzt lasse ich das einfach weg. Das ist ja nicht so schlimm. Man sieht ja meine Einnahmen. Und genau, meine ganzen Ausgaben. Das ist alles schon abgebucht worden, wo ich den Haken hingemacht habe. Ich habe vor dem ersten Wochenabschluss das alles schon kontrolliert. Das wurde ja alles schon abgebucht. Genau. Und da bin ich doch schon mal sehr zufrieden, oder? Jetzt war es aber. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Dann, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne wieder reinschalten. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen und mich gerne auch abonnieren. Bis dann. Ciao.